So, also nochmal. Ja, ich heiße. Ich heiße Carsten Rohrbach, ich bin der Beitborg vom Hackerspace in Frankfurt und ich habe euch heute ein Projekt mitgebracht, das eigentlich eher so ein bisschen un-Hackerspacey ist. Es handelt sich nämlich um Holz. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal was mit Holz gemacht? So. Ah, yeah, cool. Möbelbau? Ja, genau, also hier, genau, Mannheim sieht man ja, ist ja auch schon so ein bisschen im Möbelbau drin, gell? So. Ich habe ein Bett gebaut, letztes Jahr schon, für meine Tochter und ja, das war so ein Herzenswunsch von ihr, nachdem ihr großer Bruder ein tolles Stockbett gehabt hat und sie in ihrem Zimmer dann auch eins haben wollte, war halt die Mission, Bett bauen. Da gab es aber wegen Dachschräge nichts, was irgendwie so reingepasst hat, was irgendwo, was du fertig kaufen kannst für ein paar hundert Euro zusammen, Ikea und gut. Also selber bauen. Und habe ich das eben erstmal digital in Angriff genommen, habe mir das überlegt und habe das dann in die analoge Welt überführt. Digital war halt so ein Ding. Ich mache unter der Woche relativ viel so mit OpenSCAD und habe das Ganze eben, weil mir das so mein, sagen wir mal, geläufigstes Tool ist, mal in OpenSCAD angelegt. Jetzt lässt sich ein Bett nicht so extrudieren, habe ich mir gedacht. Aber es ist halt ganz gut, denn ich weiß nicht, ihr habt ja hier auch eine ganze Menge Innenausbau und so weiter. Insofern kennt ihr euch wahrscheinlich mit den verschiedensten Holzmaßen der verschiedenen Lieferanten mittlerweile zu Genüge aus. Und ich fand es ja eine ganz interessante Einsicht, dass die alle irgendwie um 3 oder 5 Millimeter unterschiedliche Raster und Sägemaße und so weiter haben. Bin halt echt 3 Tote gestorben. Also habe ich das ganze Ding parametrisiert gemacht, sodass du halt sagen kannst, okay, hier, was weiß ich, meine Matratze ist ein Meter breit und dann ist halt das Bett ein Meter breit oder in meinem Fall halt eben 90 Zentimeter ist 90 Zentimeter und wenn ich halt irgendwie 58er Stangenmaterial habe, habe ich 58er Stangenmaterial und wenn ich halt 158er Stangenmaterial habe, habe ich 158er. Im Nachhinein wäre das für meine Tochter keine so schlechte Idee gewesen, aber passt auch so. Ja, und das war halt so Wielding the Pure Power of Parametric CAD. Das war beim Einkaufen halt ein ziemlicher Bringer, weil da kannst du dir halt aus dem Baumarkt A irgendwie das holen, aus dem Baumarkt B das und kannst das irgendwie zusammenwürfeln und mal schnell irgendwie auf dem Parkplatz Laptop aufgeklappt, aha, das kriege ich nicht, andere Parameter rein, zup, zup. Die Zeichnung ist so gemacht, habt ihr vielleicht hier so gesehen, dass die komplette Konstruktion, alle Längen nochmal ausgegeben werden. Das heißt, ich habe sozusagen die Bomben, also die Materialliste an Zuschnitten und so weiter, die ich brauche, direkt, wenn ich die Zeichnung kompiliere. Das ist eigentlich so der Knackpunkt dabei gewesen. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich habe das Material gescoutet an einem Tag und dann habe ich es am nächsten Tag gekauft und dann war schon irgendwie das Vierkantprofil im einen und alle und bin ich rübergefahren zum Hornbach, habe auf dem Parkplatz einen Laptop aufgemacht, habe halt die Kalkulation geändert, zap zap, die richtigen Maße gehabt, dann kannst du halt die Beschnitte irgendwie mal schnell zusammenwürfeln und habe dann halt dort das andere Material, den Rest gekauft. Ja. Ja, die Bombe, die ist dann relativ übersichtlich. Also es hat mich dann ziemlich gewundert. So nach dem Einkaufen war ich dann inklusive Lack und so weiter irgendwie 160, 170 Euro leichter in der Tasche. Aber das ist jetzt für so ein Bett eigentlich relativ wenig. Ja, ich habe angefangen dann mit viel Holz. Also so eine autorechte Seite, Durchladung bis auf Höhe der Fenster im Auto. Habe bei einem Freund den ganzen Kram dann erstmal roh zugeschnitten.
habe mir einen Bordplan gemacht, den habe ich ehrlich gesagt dann nicht im CAD gemacht, weil wenn du das in OpenSCAD angehst und sagst, ich will da auch noch einen Bordplan reinbauen, das grenzt an Masochismus. Und es führt halt echt zu nichts. Also da ich habe ein paar Makros mal geschrieben und mal ausprobiert, vor und zurück, aber das so zu positionieren und auszudrucken am Ende, dass du auch was davon hast, kannst du halt total vergessen. Und wie ihr hier seht an den verschiedenen Farben, ich habe das Ganze so reduziert, dass es nur zwei Typen Bohrungen in der ganzen Konstruktion gibt und die haben eine Richtung. Also es gibt immer ein dickes Ende sozusagen, einen dicken Durchmesser und einen dünnen Durchmesser auf der einen und auf der anderen Seite. Und gelb und rosa sind nur die Abstände vom Rand. Das heißt, ich habe das komplette Raster so runterstandardisiert, dass man möglichst wenig Fehler auch bei machen kann. Ja, dann habe ich mir Hightech zusammengebaut. Irgendwie, das ist so eine kleine Helling mit einem Anschlag auf dem Bohrständer, sodass man halt passende Löcher reinmacht. Die Verbinder, die ich gewählt habe, sind aus den 20er Jahren. Das hat der Herr Rietveld, das ist so die holländische Antwort aufs Bauhaus gewesen in den 20ern, zu Genüge in verschiedensten Möbelstücken schon eben ausprobiert. Dann habe ich mir gedacht, naja, funktioniert wunderbar. Ich habe euch hier mal einen Prototypen, so, das war das Stellmodell, das erste mitgebracht. Könnt ihr mal durchgeben, könnt auch ruhig mal Kraft drauf einwirken lassen. Überraschenderweise, es hält unglaubliche Energien aus. Also das kannst du belasten, da gehen Kräfte rein. Also die Verbindung nimmt einfach, die setzt halt nichts in Biegemomente, sondern ist meist in Reibung, um es wirklich so für Kinderbetten 1A zu empfehlen. Hat mich auch der Finn, der heute leider nicht dabei ist, so ein bisschen draufgehoben. Dann hatte ich die ganzen Zuschnitte fertig, die ganzen gebohrten Hölzer irgendwie übereinander liegen und ehe ich das dann so zum Lackieren bewegt habe, habe ich gesagt, gut, ich komme ja aus dem Softwarebereich, machen wir mal einen Integrationstest und habe mal eine Sandbox-Build gemacht, sozusagen. da seht ihr schon, da war dann so mal so eine Bohrung dann doch an der falschen Stelle. Da hat das Telefon geklingelt. Also es ist tatsächlich so, wenn du einfach irgendwie so beim 40. Holz bist und bei der 110. Bohrung und dann schmeißt dich halt irgendwie so ein einfacher Telefonanruf tatsächlich auch schon raus aus der Konzentration. Das habe ich dann nochmal nachgezogen, später auch den Balken umgedreht, dass das irgendwo in der Ecke verschwunden ist. Dann habe ich meine Nachbarn so einen ganzen Nachmittag damit beglückt mit Schleifwärme vom Balkon. Habe mir von einem guten Freund irgendwie so ein 1,5 Kilowatt Festo ausgeliehen und habe das ganze Holz halt schön glatt gemacht, nochmal abgestrichen, so richtig schön nachbearbeitet. Habe das Ganze mit Leinöl und Bienenwachslasur lasiert. Man kommt ja in ein Kinderzimmer, willst ja keine Chemie drin haben. Habe Befestigungssätze organisiert und weil Kinderbett, habe ich mir gedacht, naja, was für Dachstühle irgendwie taugt. Nimmst du halt mal M10. Also das ist ja das, was ihr hier als, genau, gerade rumgebt. Das hält schon so einiges aus. Dann habe ich das Ganze an einem Abend zusammengebaut. Da hatte ich eigentlich viel mehr Zeit für eingeplant. Also ich habe gedacht, ich könnte ganz, ganz schnell mal so an einem Nachmittag irgendwie einen Zuschnitt und Löcher reinmachen und dann an einem anderen Tag vielleicht das Ganze zusammenbauen. Es war genau andersrum. Also ich habe 1,5 Tage für den Zuschnitt und fürs Markieren und halt das Holzbearbeiten gebraucht. Und der Zusammenbau, der war halt dann eben mit dem tollen Bohrplan und allem, was ihr vorhin gesehen habt, im Endeffekt 2,5 Stunden durch. Und dann war es fertig und dann kam halt die Validationsphase und ich habe da zwei Tester. Die haben dann gesagt, hey, Papa, ist toll, was du da gebaut hast, aber guck mal, da wo der Lattenrost drin hängt, das hat noch scharfe Kanten. Da habe ich mir halt gedacht, so okay, rap to the rescue. Hab mal schnell im OpenSCAD so ein kleines Design für einen Überwurf für diese Dachprofile gemacht, die ich für die Aufhängung verwendet habe. Die habe ich euch... Ups. Hallo? Okay. Never mind.
die habe ich euch auch mal mitgebracht. Auch parametrisiert, also mit Fehlervariablen drin und so weiter. Da habe ich auch zwei Approximationen gebraucht, da PLA ja ein bisschen sich zusammenzieht, ein bisschen Shrink hat, wenn es erkaltet, um das halt so auszubaldovern, dass das halt schon, sag ich mal, saugend passt, sich nicht selbst irgendwie davon runter bewegt, aber es auch nicht mit dem Holzhammer irgendwie draufkloppen musst. Hab die Kerle dann, wie gesagt, als Prototypen ausgedruckt, dann mal so ein ganzes Blech gemacht direkt und die draufgetan. Und das, was ihr hier seht, ist halt auch dann der nächste Vormittag, da das einfach nochmal Matratze rausgehoben, die Dinger montiert und Customer is happy. Ja. Das Ganze ist auf... danke. Das Ganze ist auf GitHub zum Remixen, also wer auch immer mal da reinschauen will, wie wenn man Holz und Cat, das ist ja auch so ein Ding, was nicht wirklich, sag ich mal, gang und gäbe ist. So ein Freund von mir, der baut Möbel und Messekram hauptberuflich und ich habe den mal darauf angesprochen, sagt er, ja, ist kein Problem, guck mal. Dann zieht er halt so ein Blatt Papier aus dem Schreibtisch und nimmt da halt dann irgendwie so einen Bleistift und fängt dann an, was zu skizzieren. Dann sage ich, ja, machst du das immer so? Und dann sagt er, ja, ja. Und irgendwie Holzbau mit CAD-Support ist, glaube ich, auch so eher die Ausnahme. Insofern, wenn ihr das remixen wollt oder einfach mal gucken wollt, wie, was weiß ich, das Ganze, die ganzen kleinen Tricks und Ecken sozusagen, die man in SCAD braucht, um solche Modelle zu machen, die halt nicht zum RepRap-Drucken sind, seid ihr herzlich eingeladen, da drauf zu gucken. Meine E-Mail-Adresse ist carsten@rohrbach.de. Könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben, wenn Fragen sind oder Forken, pushen, machen, tun. Ja, vielen Dank. Wie lange ging der Zeitaufwand? Ach so, ja, Fragen? Ja. Zeitaufwand insgesamt. Also ich habe von Ende zu Ende, ich habe das in der Urlaubswoche gemacht, die ich eben mit meiner Familie verbracht habe. Ich sag mal netto waren es stramm gerechnet 2 Vollzeittage, einer davon mit einer zweiten Person, einfach um das lange Holz zu handeln und so weiter. Das ist einfach total praktisch, wenn du noch jemanden anders dabei hast. Insgesamt hat sich das über 4 Tage, also eine kurze Woche, gezogen. Und insgesamte Kosten? Insgesamte Kosten waren jetzt für das Bett inklusive Beschlägen irgendwo so 100 und Lasur und Kram, also ohne Arbeit natürlich, 170 Euro so über den Daumen. Muss dazu allerdings auch sagen, ich habe das aus qualitativ ganz gutem Fichtenholz gebaut, Konstruktionsholz, und nicht aus Buche, wie ich es ursprünglich machen wollte, weil das Buchen Leimholz, was im Baumarkt und in der Holzhandlung, die ich halt im Zugriff habe, war so unter aller Sau, ganz ehrlich, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe. Ich habe gesagt, dann baue ich es halt aus Fichte und habe einfach more bang for the buck. Ja. Ich habe auch mal ein Doppelbett gehabt und da hat dann ein Eckpfeiler gefehlt, der ist irgendwie verschwunden. Und dann habe ich mit einem Kumpel, der Schreiner ist, das versucht nachzubauen. Das war aber dann schwierig, weil das in den Größen vorhanden ist. Und das haben wir aber dann halt irgendwie trotzdem hingekriegt, aber wir haben es dann halt mit diesen speziellen Schraubendingern gemacht, die aber ziemlich gut sind, und da einfach reingebohrt. Ja klar, dann aufeinander montiert. Genau, ein Stück muss ich halt im Rein rausbohren, aber das war schon ein ganz schöner Aufwand, da haben wir auch 2 Tage gebraucht eigentlich, spontan. Und zwar recht teuer. Das heißt, Euro, 35 Euro, kann man hinblättern müssen. Das war nur so ein Platz. Ja, wenn es Vollholz ist, Massivholz. Also, was Zeitaufwand relevant ist, da halt auch noch deine Vorbereitung. Also wenn du eine Vorbereitung hast, wo du sozusagen im Kopf alle Schritte schon mal vorher durchgehst, ist es nicht abträglich. Und sehr günstig auch. Ja, ja. Also günstig ist das auf jeden Fall.
Ja. Also mein Kumpel hat mir gemeint, als Schreiner ist es eigentlich billiger, als Bestfertig zu kaufen. Das habe ich auch schon jetzt. Ich habe das, was ich eben euch gezeigt habe, ein Slide schon auf dem Webmontag gehalten. Genau das Feedback habe ich schon mal gekriegt. Und ja, dem ist nicht so. Das sind urbane Mythen. Okay, danke.